So, Charakterbaukasten. Charakterbaukasten. Da gehe ich wieder auf den Flammenhieb. So. Ist die Frage. Ich glaube, ich nehme Eric. Hinterlässt. Entweder gehe ich auf Dolche. Schwerter will ich nicht. Also entweder Dolch oder Messer. Da könnt ihr jetzt entscheiden. Da könnt ihr jetzt tatsächlich entscheiden, welchen Weg ich mit Eric gehen soll. Soll er lieber Bumerang als Hauptwaffe haben oder halt Dolche? Hinterlist werden wir auch auf jeden Fall skillen. Aber ist die Frage, komme ich da überhaupt hin? Achso, okay, Kleptomane. Ja, dann muss ich da lang. Aber warte mal, Kleptomane ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das will ich auf jeden Fall mir holen. Schleimschlachter gegen Schleime. Okay. Aber ich schau mal. Messer. Bumerang habe ich. Er kann damit immer alle Gegner treffen. Also ich wäre jetzt eigentlich auch für Bumerang. Ich weiß ja nur nicht, was für Charaktere noch kommen und was für Waffen die haben. Aber so, dass wir auf jeden Fall was anderes haben. Schwerter will ich nicht. Schwerter habe ich. Also, das reicht. Und ja, ich denke mal, Bumerang wäre wahrscheinlich keine schlechte Wahl. Dolch habe ich nie genommen. Bumerang ist je fein schwächer für den Anfang am besten. Also geht auch auf Bumerang. Gut, dann kriegt Eric den Bumerang ausgerüstet. Passt er hat jetzt auch einen Bumerang. Oh, ein Mini-Leo. Ein Mini-Leo. Oh, wie süß. Oh, wie süß sind die denn? Wer kennt noch Leo? Oh! Ah, was machst du denn da? Was machst du denn da? Er tollt herum. Ach, wie süß bist du denn? Selbst wenn du stirbst, bist du süß. Oh, wie toll. Säbelzahnkätzchen. Oh, die sind ja cool gemacht. Ich bin gespannt, wie der Säbelzahntiger aussieht. Richtig geil. Ach so. Ich sehe gerade, wir sind geheilt. Wie das denn? Ich habe eigentlich nichts. Ich habe irgendwie nicht geheilt. Interessant. So, wir gehen jetzt Richtung Moorwald auf jeden Fall. Oder? Ja, der Mal Moorwald. Und da bin ich mal gespannt, was da für Kreaturen herumlungern. Oh, ein Kramladen. Mitten im Wald. Sehr interessant. Heute ist euer Glückstag. Ich bin ein erfahrener Händler und um unsere Begegnung zu feiern, gewähre ich euch einen besonderen Preisnachlass. Hier, seht euch meine Waren an. Okay. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Neun Bumerang? Ist aber sehr teuer gerade. Zweiundzwanzig, 24. Oh, hier gibt es sogar Sachen zu kaufen. Kann jetzt Spitzhut. Waffe. Soll ich mir eine neue Waffe holen?
3 Punkte. Der Bummer wird sich schon lohnen für Eric, aber... Nee, ich... glaube... Das lohnt sich jetzt noch nicht so ganz. Die paar Pünktchen da. Dann spare ich mir lieber das Geld für die nächste hin. Wahrscheinlich bei Level-Up-Sheek. Ja, ich denke auch. Also... mich gewundert. Ah, okay. Smogs. Was haben wir hier? Ein Tanzteufel? Sind das Tanzteufel? Tatsächlich! Tanzteufel! Wie cool, die haben sogar die Animation. Also, man muss schon echt sagen, also die 3D-Modelle von den Monstern, nicht schlecht. Also hier in dem Spiel. Es gibt ja 3 Modelle auch in Dragon Quest Heroes. Aber also alte Monster in... Oh, Mini Leo. Ja, hier zu sehen, nicht schlecht. Jawohl, die machen schon Schaden, ne? So, ich hoffe, ich überlebe gerade. Okay. So, einmal heilen. Du müsstest jetzt down sein, genau. Perfekt. Another one bites the dust. Ah ja. Verdammt, er hat mich gesehen. Ja, wir greifen jetzt einfach mal direkt an. Oh, der war nur ganz frisch. Ah, jetzt ist er down. So, jetzt ist er orange. Ich weiß nicht, ob es rot gibt. Ich könnte es mir gut vorstellen. Konrad, wie geht's? So, gibt's hier irgendwas zu holen schon mal? Irgendwas Glitzermäßiges oder irgendeine Truhe, die ich jetzt hier auf die Schnelle übersehe? Warte mal, kann man da irgendwo lang? Nee. Dann müssen wir wohl jetzt über diesen Baumstamm, der überhaupt nicht gefährlich ist und wahrscheinlich überhaupt nicht rutschig. Hm. So, was haben wir von Level 5, 6? Hm. Reicht nicht. Reicht auf jeden Fall nicht. Wir müssen... Oh, da hinten ist ein Schmoller. Sehr interessant, dass auch... dass man auch manche Monster im Hintergrund sieht. Nicht schlecht. Also. Ha! Easy. Easy. Stufe 6 und 2 Talentpunkte. Aktuell sammle ich die erstmal. Zack. Immer schön erstmal draufhauen. Ah, Pestpilz. Selbst diesen nicht schlecht gemacht. Ja, ich bin begeistert auf jeden Fall von den ganzen Models. Another one bites the dust. Bite the dust. Zack. Ja, ist klar. Erstmal abknutschen hier was. Nee, lass mal. Nee, danke. So, ich sollte mal Eric mal heilen. Aber da muss ich auch noch drauf achten, auf die Lebenspunkte der anderen. In der Ecke zu schauen. Ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass sie da sind. Aber das Schöne daran ist, die im Stream können ja auch sehen und dann vielleicht auch drauf achten. Und sagen, hey, du musst mal heilen. Der ist doch gerade 6 gekommen. Nee, oder bin ich jetzt 6 gekommen? Keine Ahnung. Egal. Oh, 2 Level würde ich schon gerne noch machen. Okay.
Okay, hier ist wieder mal so ein Dingen. Ein Smog erscheint. Nur einer? Naja, gut. Neun Damage. Elf Damage? Ja komm, übertreib mal. Boah, ganz ehrlich, ich hab... Wenn die Monster mir jetzt schon so einen Schaden machen, will ich gar nicht wissen, wie es ausgeht beim ersten Boss. Vielleicht sollte ich doch nochmal zurückgehen und zumindest mir ein neues Schild holen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der Kramhändler da vorne was hat. Ich schau mal eben nach. Nur Überschied. Ach so. Also doch diese Wi-Fi-Sachen. Ja, die habe ich nicht gemacht. So, doch, ich würde gerne einmal ein Lederschild. Ja. Einmal das. Ah, okay, das funktioniert tatsächlich auch. Gut. Ich glaube, ich rüste mich aus. Sicher ist sicher. Warte mal, warte mal. Muss ich die einzeln kaufen? Schade. So, Reisegewand. Ausrüsten. Oh, warte mal. Jetzt sind gerade mal ein Punkt Unterschied. Nee, du kriegst die kurze Hose, Eric. Ja. Dafür gebe ich jetzt keine 80 für einen Punkt aus. Neues Schwert wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, so ein 3-Punkt. Doch. Nehmen wir mal das Schwert. Ich ärgere mich so oder so bestimmt gleich. Wenn bestimmt irgendwo gleich ein Schwert auftaucht. So, wir können jetzt erstmal verkaufen. Das einfache Gewand brauche ich nicht. Reisegewand brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ob man die jetzt verkaufen sollte. Ich lasse es erstmal. Netzstrümpfe behalte ich auch mal. Andres verkaufe ich erstmal. So. Bisschen besser ausgerüstet. Soll ich jetzt zur Kirche nochmal zurückrennen? Die war schon. Die war schon ein weiter Weg, oder? Ich nehme mal nochmal ein paar Kräuter mit. Falls du die hast, ja. Achso, ich habe 8 Stück. Nee, passt schon. Gegengift. Nehmen wir nochmal 4 Stück mit. So. Deshalb mache ich sie jetzt. Das mit Corvus und Aquila war sowieso das Geilste. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß dabei. Bei denen so einer Mission. Haben die jetzt gesteckt? Ach, die sind hier. Benutzen. So. Haha, umgedreht und zack, erstmal mit dem Schwert reingehauen.
Danke, guck aber dir dabei weiter zu. Das ist aber nett von dir. Ja, yeah, abgeblockt. Ah, gucken wir uns mal das Lederschild mal genauer an. Nicht schlecht. Ich will nicht zurück. Ich will jetzt mal vorwärts gehen. Haben jetzt uns lange genug hier aufgehalten. Wollen auch mal was erreichen noch. Da ist noch ein Weg. Ach, da unten ist eine Hütte. Okay. Dann hätte ich gerne kein Heilkraut benutzen brauchen. Gibt's hier aber irgendwas zu holen? Eine Truhe, die hier irgendwie versteckt ist. Nur Pestpilze sehe ich gerade. Aber ich kann hier hochklettern. Und da schon wohl noch weiter höher zu gehen. Aber ist hier irgendwas? Ich hoffe, der Weg war jetzt nicht umsonst. Da glitzert auf jeden Fall was. Na ah, cool. Er hat einfach mal eine Minisense dabei. Na denn. War es das jetzt schon? Oh, okay. Ah, nee. Ich dachte schon. Eine Mini-Medaille, okay. Okay. Nehme ich. Ah, da hinten glitzert auch noch was. Ich finde, die sind süß. Also, die haben sie richtig süß gestaltet. Ist schon witzig, dass man die Punkte, also schon allein die zwei, drei Pünktchen schon merkt, dass man mehr Damage rausdrückt. Ja, Kätzchen. Alles gut. Keine Panik. Da ist schon wieder dieses Vieh. Zack. Das war keine schlechte Idee, tatsächlich Eric Boomerang zu geben. Er kann auf jeden Fall ein bisschen AOE Schaden rausholen. Ist manchmal nützlich. So, bevor wir jetzt da weitergehen, gehen wir erstmal hier lang. Der Kuh? Hallo, Kuh? Wie geht's dir? Was? Mal sehen, auf welches Wetter wir uns freuen können. Offenbar werden hier morgen ganz den ganzen Tag über einen klaren Himmel haben. Eine Wetterkuh da wird. Was? Was? Okay, gibt's eine Wetterkuh? Anstatt ein Wetterfrosch? Ah, okay. Sehr interessant. Was es nicht alles gibt hier. Warte mal. Da geht's irgendwo hin. Aber ich glaube, hier bin ich falsch. Okay, da geht's eh nicht weiter. Denn die Brücke ist kaputt. Und eine Schatzruhe, die leer ist. Ja, super toll. Ja, dann gehen wir zum Lager. Würde ich mal behaupten. Können speichern. Nein! Ein Giant? Aber der ist unten. Okay, ein anderes Vieh. Oh, sag mir nicht. Wir müssen da jetzt runter.
Okay, da ist einfach mal ein Giant, läuft da rum. Ich hoffe mal, ich muss da jetzt nicht runter. Ich denke mal, der ist ein bisschen zu stark. Look at that, a campsite, and just when we needed one. Still a fair way to Cobblestone. Let's rest up for the night. I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves, literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yep, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the Fun Size Forge. Pop a few raw materials on top, bash them with the Porter Pounder, and bops your uncle. New equipment. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Keep an eye out and you're sure to find some beauties.